Und damit hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge des Oblivion Let's Plays bzw. zur 24. Folge des Oblivion Die zitternden Inseln Add-on Let's Plays, wo wir gerade auf dem Weg sind nach Zackenfels, weil wir angegriffen werden und in der letzten Folge erfahren haben, Vorsicht, Spoiler-Alarm, alle ausmachen und jetzt ist es zu spät. Wer jetzt nicht ausgemacht hat, Pech, wo wir von Shiogorath erfahren haben, dass er der Jaggernaut ist und wir ihn wohl dann bald aufhalten werden müssen, damit er nicht sein eigenes Reich zerstört. Aber wir jetzt erstmal uns um Ordnung kümmern müssen, weil der Graue Marsch, das sind die Ordnungshüter, die Ritter der Ordnung, das ist der Graue Marsch, den sollen wir aufhalten und Jaggernaut, das sind unsere Aufgaben. Und da der Graue Marsch, beziehungsweise Ordnung, hier unten in Zackenfels angegriffen hat, sind wir auf dem Weg nach Zackenfels, um den Grauen Marsch aufzuhalten. Und wie es danach genau weitergeht, weiß ich nicht. Ich vermute, dass wir entweder noch irgendeinen Storystrang haben, wie wir den Grauen Marsch genau aufhalten oder dass wir direkt Jaggernaut töten oder ihn aufhalten. Ich weiß ja nicht, was wir genau machen müssen. Das ist sein Problem, soll wohl sein, dass er das immer wieder regelmäßig wird, wenn der Graue Marsch kommt und er dann sein eigenes Reich fast vollständig zerstört und er hatte eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen sollen wir ihn aufhalten. Verhindern kann er es nicht, dass er zum Jaggernaut oder Jaggernaut wird. Demzufolge liegt es an uns, dass wir der Held im Zelt sein werden. Und da ich ja schon die Skills alle gemaxt habe, bin ich der Held im Zelt. Ob du leider keine Standard-Mobs von hitten, das geht leider in Oblivion nicht, weil die Mobs mitleveln. Aber ansonsten bin ich schon sehr stark und denke, ich werde das schon irgendwie schaffen. Und wir sind wieder in Fight, da oben. Nur an der Musik gehört. Nein, stopp. Hör auf, mich zu hauen. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass ich nicht mit dem Rücken zur Wand kämpfen darf. Wenn das die Gegner machen, soll mir das egal sein. Aber ich selber darf das nicht machen. Da ich ansonsten Probleme bekomme. Und was ich übrigens mal sagen muss, um das bisschen die Zeit zu überbrücken. Wir spielen ja ein Bethesda-Game, ein Bethesda-Spiel, whatever. Wieder Infight. Und eigentlich heißt es ja immer von Bethesda-Spielen, dass man damit leben muss, dass da gewisse Bugs enthalten sind, die auch ein bisschen störend und lustig sind. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir jetzt Oblivion anschaue und auch Morrowind und auch Skyrim, bei Skyrim vielleicht ein bisschen übertriebener, kann ich wirklich nicht sagen, dass die Bugs so übertrieben sind, dass man das Spiel nicht spielen kann. Es sind wirklich so vereinzelte kleine Fehler im Spiel enthalten, wo man sagen kann, ja, okay, das crasht jetzt auf einmal und du weißt nicht warum und bla, beim nächsten Mal geht es wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass einfach das Spiel komplett der Müll ist und man sagen kann, es ist total verbuggt. Und das finde ich immer wieder interessant, dass man immer wieder sagt, dass man bei Bethesda Games damit leben muss, dass da Bugs enthalten sind. Und ich eigentlich so sagen muss, kann das so gar nicht nachvollziehen. So viele Bugs hat das Spiel doch gar nicht, dass es erwähnenswert ist. Wir lassen ihn mal ein Stückchen nach unten. Ich will ja gleich mal links runter gucken, aber ich kann gerade nicht. Ich muss ihn erstmal tothauen. Und perfekt, so. Bevor er runterfällt, das Gift nehmen wir mit, den Rest kannst du behalten. Und hier geht es, ja gut, okay. Ich dachte, hier geht es weiter runter. Nichts Besonderes. Erkan bleibt auch da liegen. Wir gehen auf den Weg hier weiter. Sind auch schon fast da. Sind aber, haben es tatsächlich nicht geschafft in der Folge, wo ich gedacht habe, dass wir es vielleicht schaffen, bis ans Ziel zu kommen. Ich hätte gedacht, wir schaffen es vielleicht nicht. Aber okay, wir haben es geschafft. So, hier hoch. So, da hinten ist nochmal so ein Felsen. Den war nicht so ein Stein, sondern ein Stein der Ordnung, aber den werden wir jetzt mal noch ignorieren. Vielleicht müssen wir da noch hin. Da haben wir noch einen Baum, aber den, ja, den werden wir noch mitnehmen müssen. Zwei Bäume habe ich da hinten, habe ich noch einen gesehen.
Der links dahinter, hinter diesem hier, seht ihr den schon. Die zwei werden wir bestimmt noch töten müssen, bevor wir ankommen. Ich muss halt sagen, dass ich so ein bisschen immer, wie soll ich das sagen? Von den Kämpfen hier in Oblivion, ich möchte sagen, genervt bin, obwohl genervt das falsche Wort ist. Dadurch, dass wir alles gemaxt haben an Werten, die zu den Kämpfen was beitragen, außer Blocken, und Blocken ist ja eigentlich der Wert, mit dem wir nicht arbeiten wollten, wir zwar gezwungen werden vom Spiel, aber eigentlich nicht wollten, muss man ganz ehrlich sagen, bin ich von den Kämpfen halt enttäuscht, weil sie bringen mir keine Erfahrungspunkte, nichts. Ich habe gar nichts davon zu kämpfen. Und das ist halt dieses so, ja, ich kämpfe hier, weil ich dahin will. Und eigentlich könnte ich auch, wenn ich ein bisschen geschickt laufe, einiges an Kämpfen aus dem Weg gehen. Und das ist so ein bisschen, was ich schade finde in Oblivion, dass man nach 120 Stunden Spielzeit wirklich sagen kann, du, eigentlich kämpfe ich hier recht sinnlos. Das ist der beste Begriff, der das Ganze auf die Faust aufs Auge trifft. Die Kämpfe hier sind sinnlos. Sie sind nur da, um mich zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich leider gar nichts davon. Das ist immer schade. So, was haben wir denn hier? Hallo. Danke, dass ihr gekommen seid. Kein Problem. Entschuldigt, dass ihr herbeigerufen wurdet. Auch nicht schlimm. Dafür bin ich verantwortlich. Ah, okay. Wir haben die Herrschaft über Zackenfels verloren. Syl hat sie hereingelassen. Wir ahnten nicht, dass sie uns verraten würde. Unsere Kommandantin Dilora wurde gefangen genommen und irgendwo eingesperrt. Zuallererst müssen wir sie befreien. Was für Gegner sind dort? Syl hat sie hereingelassen. Es waren unzählig viele. Uns blieb nur, uns zurückzuziehen und hier neu zu formieren. Wir müssen Dilora so bald wie möglich befreien. Sie wird wissen, was zu tun ist. Wo ist Dilora jetzt? Syl hatte sie beiseite gerufen, wodurch sie von der Gruppe getrennt wurde. So sollten wir versprengt werden, um leichtere Ziele für die Mächte der Ordnung abzugeben. Dilora wird irgendwo in Zackenfels gefangen gehalten. Würde man sie töten, so könnte sie zu uns zurückkehren. Deshalb wird sie als Geisel gehalten. Wenn wir den Wassern des Urquells folgen, finden wir sie bestimmt. Also los geht's. Verzeiht mir, wenn ich das so sage, euer Gnaden. Aber vom Herzog von Mania Befehle entgegenzunehmen, finde ich beunruhigend. Ja. Ihr seid der einzige verbleibende Herzog. Eine noch nie dagewesene Situation. Normalerweise würde euch nie erlaubt werden, Zackenfels zu betreten. Angesichts der Notwendigkeit, schnell zu handeln, müssen wir über die Sitten hinwegsehen. Wir werden hinter euch stehen, euer Gnaden. Jo. Okay, alles klar. So, dann speichern wir einmal und gucken uns unser aktualisiertes Questlog an. Wo wir schon länger nicht mehr gelesen hatten. Aber ich lese mal den letzten Eintrag vor. Halt, stopp. Hier. Ich bin am Zackenfels angekommen. Ich muss den Hauptmann der dunklen Verführer finden und retten. Ja, kein langer Questlog-Eintrag. Und ich sehe hier auch gerade schon, hier war auch nichts Besonderes, was ich nicht vorgelesen hatte. Also, rein geht's. Kommt mit. Follow me. Wir werden das hier schon irgendwie, das Kind geschaukelt kriegen, damit ihr die Möglichkeit habt, mich zu supporten, während wir hier drinnen kämpfen. Schließlich bin ich der Held im Zelt. Wo genau müssen wir denn hin? Also der rote Puppel ist in diese Richtung. Machen wir ein Stückchen Weg vor uns. So, dann schauen wir uns doch hier mal um. Was? Wir müssen wieder aufpassen, dass wir nicht aus Versehen unsere eigenen Leute hauen. Also wir hocken hier leider in der Ecke. Deswegen muss ich jetzt wieder vorsichtiger sein. Zackenfels ist unser! Den hier kann ich in der Zeit mal töten, den Priester der Ordnung. Während die da oben sich kloppen, weil der belebt nämlich wieder. Das war so klar. Ach ja. Ich habe keinen Bock, dass die wieder die ganze Zeit jetzt gegen mich kämpfen, also. Naja. Das wird jetzt hier allgemein immer wieder das Problem sein, dass wir hier
sobald ich aus Versehen jemanden Falsches haue. Dafür sehr hart bestraft werden. Dass dann einfach alle gegen uns sind. So, hier warte ich jetzt am besten kurz. Ich meine, wenn die alles von alleine töten, dann brauche ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich lasse die einfach kämpfen. Und regel den Rest danach. So, wo genau müssen wir denn hin? Eigentlich nach oben. Aber der Durchgang da oben war versperrt. Das ist wahrscheinlich nachher der Ausgang, oder? Ja, vermutlich dieses Mal ein Ausgang, der sehr offensichtlich ein Ausgang ist. Dann gehen wir hier unten lang und gehen hier durch. Und ich höre schon wieder Gegner, lass die kämpfen. Also ich sag, wenn ich mitkämpfe, besteht die Gefahr, dass ich einen haue. Deswegen lass ich die einfach kämpfen und lass die mal machen. Masken! Für den Wachgott! So, niemand, der uns angreift, sehr gut. Dann speichern wir einmal. Und weiter geht's. Die werden bald hoffentlich alle tot sein, sodass ich nicht mehr das Problem habe, dass die mich aus Versehen angreifen. Solange müssen wir da noch damit leben. Und sie haben ja schon gesagt, eigentlich würden sie ja keine Befehle von mir annehmen. Also kann ich dann durchaus auch verstehen, dass sie beim erstbesten Hit schon keinen Bock mehr haben. Komm her, Priester. Der Priester kann übrigens die Ritter der Ordnung beschwören. Deswegen ist immer wichtig, dass der schnell stirbt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, diese Folge. Wir nehmen noch den Loot hier mit. Mittlerweile sind nur noch zwei von denen da. Oh, hier ist Loot. Ach komm. Für Shiogora. Zackenfels ist unser. Und greift mich was an? Nein? Okay, sehr gut. Dachte schon. Hier ist kein Loot drin. Ja, auch nicht. Okay. Wir speichern und gehen weiter. Boah, es sieht nach dem einzig richtigen Weg aus. Was sie hier genau gemacht haben, weiß ich auch nicht. Also eine Türsperre zum Durchgucken ist schon klar, aber mit diesen Kristallen das hinzukriegen, ist schon wieder sehr interessant aufgebaut. Oh, hallo. Oh, hier haben wir einen Nächsten, der uns hilft. Beziehungsweise den, wo wir jetzt helfen. Ich weiß halt echt nicht, wie ich mir unter vernünftig helfen soll. Ich habe schon wieder, glaube ich, meine eigenen Leute gehauen, aber ich passt. Ich bin der Letzte. Alle anderen sind der Ordnung zum Opfer gefallen. Wie konnte das geschehen? Ich bin zwar nur ein nichtswürdiger Mann, aber ich stehe euch zu Diensten. Soll ich mit euch in den Kampf ziehen? Folgt mir. Wie ihr befehlt. Ich meine, es ist jetzt auch egal, ob wir jetzt einen mehr haben, der uns hilft oder nicht, weil die sind eh alle... Wir haben eh welche, die uns hinterher rennen. Da kommt es jetzt auf einen tatsächlich nicht mehr drauf an. So, hier gab es noch Loot, den wir selbstverständlich mitnehmen. Ich dachte schon, das sind Gegner. So... Sind wir hier richtig? Ja, wir sind schon auf der richtigen Ebene. Wir müssen noch nach oben und dann sind wir auch schon da. Also, wir haben schon die richtige Ebene schon erreicht. Wenn wir gut sind, kriegen wir das sogar in der Folge fertig. Ein großer Seelenstein. Was wir jetzt mal nachgucken können, wir haben einen großen Seelenstein. Wir speichern mal. Kann ich diesen großen Seelenstein irgendwie verwenden auf diese Waffe? Wo ist er? Da ist er. Dieser Seelenstein ist leer. Sie können nur Seelensteine mit einer Seele darin ausrüsten. Okay. Wie auch immer das funktioniert. Oh, hallo Priester. Hier direkt
Go-Go machen, den Priester klatschen. So, da brauche ich nicht nachhelfen, oder? Nee. Brauche ich nicht. Gibt's hier tollen Loot? Ja, naja. Kann man mitnehmen? Und dann müssen wir hier nach links. Haben dort die nächsten Gegner. Hallo, wer ist da? Hallo. Nieder mit dem Abschaum! Ist hier oben irgendwas anderes, was wir töten können? Den Priester da, den töten wir. Der kriegt meine Aufmerksamkeit. Ich war gerade verwundert wieder, dass die Ritter wieder reden, aber wir kennen das ja schon. Manchmal reden die Ritter halt. Über Ritter der Ordnung. Wird Ordnung herrschen. Der Priester hat gesprochen, nicht der... die Ritter. Ich hab die hinten schon alles getötet. Also ich meine, es ist ein effektiver Kampftrupp, muss man den echt mal so lassen. Sie kriegen gut was weg. Man spart auf jeden Fall gut Zeit. Und, weiß gar nicht, warum wir hier hochgehen. Kann ich hier irgendeine Mechanik auslösen? Gibt ein bisschen Loot und das war's. Der Pfeil interessiert mich nicht. Also, hier geht's nicht rein. Das öffnet sich so nicht. Hier sehe ich nichts. Okay, ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich hier irgendwo Map-Mechanik finde, weil das hier lässt sich auch nicht öffnen. Wie wir das Ganze aufbekommen. Hier vielleicht? Nö. Oh, hier, ah. Wer sucht, der findet. Wer draufschritt, verschwindet. Wir haben es gefunden, haben drauf gedrückt. Haben hier jetzt was? Hier haben wir irgendwas davor. Hier kämpfen die schon. Können wir ein bisschen mithelfen? Oh, hier ist der Priester. Hier, ich habe es gesehen. Ich bin jetzt schon gewohnt aus Heroes of the Storm, dass ich immer noch so einen Scheiß Ausschau halten muss. Heroes of the Storm ist es nämlich auch immer so, dass wenn die unsichtbar sind, dass man noch die Umrandungen erkennt, aber den Rest nicht. Und jetzt sollen wir hier hinten hoch. Hier unten ist alles uninteressant. Was ist das? Okay. Unerwartet haben wir Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt, aber wer seid ihr eigentlich? Deloria haben wir unerwartet befreit, indem wir auf den Gong da gehauen haben. Alles klar. So, ich bin der Herzog von Malia. Euer Gnaden. Es tut mir leid, ich wusste nicht. Wo ist Syl? Habt ihr sie gesehen, diese feige Verräterin? Was ist hier passiert? Syl. Diese Schlange. Sie tauchte auf und forderte ein Gardekontingent. Sie behauptete, im Palast gäbe es Unruhen und wir würden gebraucht. Mit der schnellen Organisation befasst, begriffen wir erst, dass Syl selbst die Ordnung hereingelassen hatte, als es zu spät war. Wir wurden versprengt und einzeln niedergemacht. Aber das spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was jetzt zählt, ist der Urquell. Wir müssen sofort dorthin. Was für ein Urquell? Was meint ihr damit? Der Urquell der Matzken. Er ist unsere Verbindung zu diesem Reich. Dort kehren wir von den Wassern Oblivions in diese Welt zurück. Wenn Syl den Mächten der Ordnung hilft, diese Verbindung zu trennen, wäre das das Ende für mein Volk. Wir würden das Reich verlieren. Wir müssen zum Urquell und sie aufhalten. Ich werde euch folgen. Der Urquell ist im Herzen von Zackenfels. Folgt dem Wasser, um ihn zu erreichen. Euer Gnaden, ich erwarte eure Befehle. Alles klar. Syl. Was kann sie nur für einen Grund haben, sich gegen Fürst Cheogora zu wenden? Sie muss doch wissen, dass er sie finden und bestrafen wird. Wir werden sie ergreifen und selbst ausliefern. Ihr Verrat darf nicht ungestraft bleiben.
Urquell der Matzken. Die Wasser Oblivions führen uns zum Urquell, den Fürst Cheogorath uns geschenkt hat, damit wir in seine Dienste zurückkehren können. Zackenfels. Was soll ich euch darüber erzählen? Erzählt mir mal über Zackenfels. Zackenfels wurde uns von Fürst Cheogorath als Zuflucht und Ort der Wiederherstellung geschenkt. Es ist unser Heim. Dort erhalten wir Verstärkung und dorthin kehren wir von den Wassern Oblivions in diese Welt zurück. Was möchtet ihr sonst noch von mir wissen? Erzählt mir mehr vom Geläute. Sie sind der Schlüsselbestandteil der Zeremonie, bei der gefallene Kameraden wieder ins Leben gerufen werden. Es heißt, dass das Glockengeläut den Seelen hilft, den Weg nach Zackenfels zurückzufinden, damit sie in die Dienste unseres Fürsten zurückkehren können. Was möchtet ihr sonst noch von mir wissen? Erzählt mir mehr über den Urquell. Der Urquell ist ein Übergangspunkt, eine Stelle, an der die Seelen verlorener Matzken von den Wassern Oblivions in diese Welt zurückkehren können. Die Finsternis ist sogar für uns ein furchterregender Ort. Und so hat unser Fürst uns dieses Leuchtfeuer geschenkt. Ein Licht, das uns zu ihm zurückführt. Was möchtet ihr sonst noch von mir wissen? Schon gut. Wie euer Gnaden wünschen. So. Ich hätte ja so eine Heimat soll von Ordnung befreit werden. Vermutung, wie die Story verläuft. Also wir haben auf jeden Fall mit diesem Gong jetzt hier sie befreit. Und mal ganz kurz meine Vermutung, wie die Story läuft. Syl möchte jetzt eigentlich auch Cheogorath dazu aufhalten, dass er nicht zum Juggernaut wird oder Juggernaut und wird daran genauso scheitern und am Ende bin ich der Alleinherrscher von allen, weil wir Juggernaut töten werden und am Ende keiner mehr da ist. Das wäre meine aktuelle Vermutung. Und dann bin ich der größte Held im Zelt hier und kann machen, was ich will. Aber mal schauen, ob das so stimmen wird. Ich glaube ja nicht, aber naja, ne? Wir werden es erfahren. Ist das hier der direkte Ausgang? Ja. Hier wäre der direkte Ausgang, da wollen wir auch nicht hin. Jetzt gehen wir hier rein mit dem Trupp hinter uns und schauen mal, was wir hier unten finden und uns erwarten. Wir sollen ja jetzt den Wassern folgen. Nein, der Urquell. Er wurde verstopft. Ihr müsst zum Urquell vordringen und das Wasser wieder zum Fließen bringen. Irgendwas ist mit dem Urquell der Matzen im Zackenfels geschehen. Ich muss alleine weiter, um ihn wiederherzustellen. Ah ja, okay. Also, sage ich, dass der Urquell verstopft ist. Dann müssen wir jetzt ohne die Leute kämpfen. Sind wir schon auf der richtigen Ebene? Nein, wir müssen noch eine Ebene tiefer. Was mir noch nicht angezeigt wird, wo das genau ist. In diese Richtung soll das sein. Da unten, alles klar. Ist ein Stückchen Weg. Mhm. Ich höre schon wieder zwei auf mich zurennen, bevor ich noch mehr pulle. Warte ich mal ganz kurz, bis die kommen. Und dann kämpfen wir hier oben auf der Brücke. Jetzt nur wieder alleine. Schade eigentlich. Die haben so gute Arbeit geleistet. Ja, genau. Ich schieße mich bis ans Ende der Brücke. Eure Fertigkeit im Blocken hat sich verbessert. Yay. Hey. So, wir springen hier drüber und kämpfen so rum. Alter. Andersrum rückwärts wollte ich sagen, aber es hat nicht geklappt. Hey. Ja, gut, den rechten kriege ich jetzt nicht. Wenn der rechte lower wäre und wahrscheinlich früher sterben würde, wie ihr seht, ist er schon sehr low und relativ zügig tot, aber egal, wir haben es hinbekommen und töten auch noch den hier. Wir haben es geschafft. Eieiei. Ich brauche jetzt hier danach eine Redepause. Meine Stimme hat es fast hinter sich. Und Hunger habe ich auch. Welche Richtung wollen wir denn gehen? Wir gehen mal nach links. Erfahren, dass hier unten ein Priester ist und hüpfen hier einfach mal direkt runter, um den Priester zu töten. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Um jetzt noch drüber nachzudenken, ist es zu spät. Wir machen es einfach.
und nehmen den ganzen Loot selbstverständlich weg. Und hier läuft kein Wasser mehr lang, wie ihr seht, obwohl das hier langlaufen müsste. Jetzt geht es hier wahrscheinlich nur zurück. Oder? Wo seid ihr? Hier ist auch nochmal ein weiterer Gegner. Und wir kämpfen etwas un... Also nicht in der Reihenfolge, in der ich es eigentlich vorhatte zu spielen, aber okay. Genau, er schafft es natürlich zu blocken, so. Im letzten Moment ist es unglaublich, wie gut manche Gegner blocken können. Wieder geblockt. Man ist auch immer so lange außer Gefecht, wenn man einmal einen Block hinnehmen musste. Also außer Gefecht, das Falsch hat sich wieder voll hochgeheilt. Unglaublich. Jetzt müssen wir wieder dorthin, wo wir eigentlich hergekommen waren. Er hält sich wieder hoch. Könntest du damit aufhören, alles zu blocken und dich zu heilen? Du bist ein ganz normaler kleiner Priester, der nicht so viel aushalten sollte. Er hat sich wieder hochgeheilt. Ist doch unglaublich. Was ist denn das für ein Priester? Okay, jetzt kloppen wir erstmal den hier weg, damit wir hier irgendeine Chance bekommen. Auch wenn ich denke, dass der hier wahrscheinlich wiederbelebt wird, aber was soll ich machen? So. Jetzt ihm. Der Priester, der einfach mal so unglaublich dimmbar ist und keiner weiß warum. Nein, du bleibst mal schön hier hinten an der Wand stehen. Ja, da war wieder der Block, dass er sich wieder hochheilen kann. Jetzt läuft er wieder weg. Alter. Wenn er wenigstens nicht weglaufen würde, wäre ja alles gut. Kommt jetzt aber. Ich dachte schon, er kriegt es nochmal hin. Also das war ein eher unschöner Priestergrad. Egal, wir haben es hingekriegt. Haben einfach mal nebenbei die komplette Gegend hier erkundet, was so gar nicht geplant war, aber so passiert ist. So, das habe ich noch nicht gelootet gehabt. Das will ich auch nicht looten, oder? Aber wir könnten es probieren. Wir haben aber nicht genug Dietriche. Wo ist meine Maus? Gib mir doch meine scheiß Maus wieder. Dieses Menü ist echt so der Hass schlechthin. Sonst ist hier unten, glaube ich, nichts, oder? Nope. Hier ist sonst nichts weiter. Doch, hier ist noch was. Fast übersehen. Und dann gehen wir den anderen Weg, wo wir gerade schon alles freigekämpft hatten, weil der Priester der Meinung war, dass er einfach unendlich lange sich heilen und weglaufen und blocken kann. So, hier oben komme ich denn aktuell noch nicht rein. Nee. Was ist hier oben, solche Dinger hängen? Wer weiß, wenn ich die von hier unten jetzt aktivieren könnte. Ja, geht aber nicht, schade. Der nächste Gegner. Wahrscheinlich der letzte für diese Folge. Genau. Oh, Fähigkeit Athletik hat sich verbessert. Ich habe eigentlich geblockt. Der hätte mich gar nicht so aus den Latschen hauen dürfen. Egal. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. Ich glaube, ich muss hier danach dringend mal reparieren. Unglaublich, was der mir schon reingehauen hat. Der hat mich zweimal vollständig ausgenockt. Ich hab meine Waffe verloren. What the fuck? So, komm hier los. Verrecke. So. Wir haben ihn. Haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, dann können wir uns kurz noch hochheilen und einmal reparieren. Was auch dringend notwendig ist. Ja, die Waffe war tatsächlich schon auch noch auf 4 unten. Kein Wunder, dass das ja so schwer war. Wieso war die Waffe so schnell kaputt? Die hätte eigentlich gar nicht so kaputt sein dürfen. Egal. So, damit
sind wir am Ende dieser Folge und ich denke, ich werde jetzt keine weitere aufnehmen. Ich werde erstmal die nächste Folge weitermachen. Wir waren gerade dabei, für mich später, obwohl ich nehme das heute eh noch auf. Also, egal. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wir werden nächste Folge versuchen, hier unten die Dementia-Leute ihren alten Brunnen wiederzugeben und damit sie wieder schön freudig leben können. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag auch wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö!